Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5, Buch der Schöpfung. Warte, Vengeance habe ich vergessen. Ist ja auch dazwischen. Auf jeden Fall ist mir dann eingefallen, mal nachzugucken. Ich habe das schon in der außerhalb der Aufnahme gemacht. Die Seejungfrau und das Einhorn lernen keine Attacken mehr, deswegen will ich sie nicht mehr trainieren. Ich nehme dann... Engel kriegt auch keine Fähigkeiten mehr. Du kriegst, glaube ich, noch Fähigkeiten. Ja, deswegen nehme ich Zen rein. Und... Fortuna, weil sie die geringsten Level haben. Damit die ein bisschen trainiert werden und ihre Fähigkeiten lernen. Natürlich wäre es irgendwie am intelligentesten, vielleicht Abzaras und Leanan Sidde, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, einzusetzen. Ich habe tatsächlich... Habe ich irgendwas für... Nee, das ist für TP und MP. Das ist für MP. Ich habe... Ja, das dürfte ja erstmal reichen. Ich wollte nur testen, ob ich wieder das Spiel flüssig spielen kann. Ich habe tatsächlich meinen CPU-Treiber geupdatet. Und ich habe ein bisschen gespielt. Ich bin zu dem da hinten hingegangen und habe auch Small bekommen. Das war nur ein Test, ob alles rund läuft. Aber ich weiß halt, dass ich da reinlaufen, also wenn ich da reinlaufe, dass ich dann MP haben sollte, weil ich bin da reingelaufen und der Nahubino hatte keine MP und ich dachte, ja, ist ja wunderherrlich. Irgendwann ist es schwer zu sagen, was uns davon erwartet. Wir sollten sicher gehen, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Der hat eben was anderes gesagt. Hallo. Seejungfrau. Ach du Scheiße. Haben wir jemanden, der Marzio kann? Oder Magie? Maagi. Sind alle Level 12. Ist ja eigentlich Wurst, wenn ich angreife. Die Erzieher. Kannst auch nur Marzahn. Also der. Hauptsache, ihr kriegt viel Schaden. Ich hab, glaube ich, keinen, der Marzio kann. Hier auf sie. Das auch nur Marzahn. Ja, komm. Mach das mal. Damit alle so ein bisschen Schaden abkriegen. Machst dann wieder Zio. Ich hoffe, sie ein bisschen mehr Leben hat. Und dann hoffen wir, dass Pan. Er hat nur Marzahn. Ja, komm. Das ist weghaut. Hat's nicht. Ich hab vergessen, dass ich noch einen Angriff hatte. Das hätte ich mit dem Vogel auch nicht angegriffen. Ich sollte nochmal... Was war das? Heilperle, ne? Ne. Ein Chakra-Tropfen? Ja, okay, ja. Chakra-Tropfen. Ich sollte die MP wiederherstellen von Nahubino. Weil wir gehen jetzt in einen etwas schwereren Kampf, wie... der Dude, dessen Namen ich vergessen habe, Agami? Glaube ich? Gesagt hat. Aogami oder so. Sicher, tanzt für mich, denn ich bin Pazuzu, Herrscher der Dämonen. Kommt, Hulde Maiden, lasst euch von meinen Münden in die Knechtschaft tragen, verneigt euch vor eurem Gebieter. Du kommst also im Auftrag jener Seejungfrau, die entkommen konnte. Hältst du dich für einen Exorzisten? Bist du hier, um den Fluch zu brechen? Selbst mit meinen Klauen am Hals bist du noch immer entschlossen, die Seejungfrau zu retten? Obwohl du weißt, dass dich meine Zähne in Stücke reißen werden, schätzt du dich weiter gegen mich. Wie bedauerlich. Dann egal, wie ritterlich du auch sein magst, dein Leben endet hier. Ja. Vielleicht kämpfe ich auch nicht gegen ihn. Also ich probiere es auf jeden Fall. Ich glaube, du warst deine Schwäche. Vielleicht auch was anderes. Ich weiß, dass Mats, also das Zahn nicht so geil ist. Domina macht keinen zu großen Sinn. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber ich mache Omegatoki Fittich. Omegatoki. Welches Wort. So, und dann haust du mal drauf. Das können wir gut gebrauchen. Ich habe Zio nie ausprobiert. Komm, probieren wir Zio. Zio macht wenigstens Crit. Aber es ist wirklich gut für seine Schwäche. Setzt mir auch ein Buko ein.
Oh, so. Vielleicht müssen wir zwischendurch mal heilen. Kann einer heilen außer der Narubino? Oh, das ist natürlich ungesund, was da gerade passiert. Kann einer heilen außer dem Narubino? Kannst nicht heilen, deswegen hau einfach drauf. Kannst nicht heilen, deswegen hau du einfach drauf und Pupu. Kannst, glaube ich, heilen, deswegen sollte ich auch den heilen. Das ist ein bisschen schade, dass ich seine Schwächen weiß, weil ich ja gegen ihn schon versucht habe zu kämpfen. Aber ist halt dann eben so, dass ich seine Schwächen und Stärken wusste. Und ich habe aber vorher mit dem Team, das ich vorher hatte, gekämpft und wirklich versagt. Nicht mit dem Team hier. Mamudo. Hoffentlich stirbt ihr alle nicht. Gar keiner gestorben. Gut. Ich beim letzten Mal sind alle gestorben, die im Team waren. Die alle schwach dagegen waren. Groß drauf. Das Bufu ein. Ja, du setzt dir ein. Wer kannst du am besten gebrauchen? Du selber. So wie es aussieht. Setz nochmal Bufu ein. Frost drauf. Du setzt Bufu ein. Warte, wie viel Schaden Leben hat er noch? Ja, setz dich über dir ein auf den Alphas, der. Dann wird er mehr aushalten, so wie es aussieht. Angriff. Okay, war ein Crit. Leider Mudo. Okay, jetzt lebt noch. Okay, jetzt sammelt der Magazui wieder. Ja, Bufu. Wir haben nicht mehr viel MP mit dem Narubino. Hau drauf. Jetzt auch nochmal Bufu ein. Und dann dir auf Fortuna selber. Und da sollten wir angreifen und hoffen, dass wir ihn besiegen. Ich heile erstmal Fortuna. Hau drauf. Okay, das ging eigentlich ganz gut von der Hand. Ich wollte auch nochmal probieren, den Golem da zu besiegen, den wir mal umgangen haben. Ich weiß aber nicht, was für ein Level er hat. Welche Kraft, so strahlende Flügel zu stützen. Du magst mich niedergeschlagen zu haben, doch der Fluch wird nicht so einfach vergehen. Deine Winde werden niemals nachlassen. Heißt, sie werden weiterhin angreifen. Ja, sie sind auf jeden Fall erstmal weg. Der Fluch der Seejungfrauen kann beendet werden. Hier muss irgendwo so ein Ding sein. Hier ist dieses Ding. Eine 50-Runen-Frucht. Es sieht aus wie eine Frucht, also auf dem Karte ist hier vielleicht irgendwo. Wäre doch, ja genau, ein Versteck für einen Miman. Legende besagt Seejungfrau essen und ewig leben, aber ewig leben wirklich gut? Ist 5 Ruhm erhalten. Ich will was ausprobieren. Obwohl, will ich was ausprobieren oder will ich erstmal. Mal gucken. Ja, eigentlich sind wir noch gut dabei. Ich speichere mal. Geh mal den Weg hier rechts rum. Ist hier irgendwie so ein roter Gegner? Ganz normaler Gegner. Sind mir ziemlich egal. Wollt hier mal lang. Das ist nur ein. Ich lese lieber den Namen, bevor ich komplette Scheiße sage. Tsuchigumo. Ich hätte sowieso Quatsch erzählt. Okay, Tsuchigumo, hau mal drauf. Meine Schwäche ist Zan, ne? Meine Schwäche ist Bufu. Habe ich nicht so viele gebüchen können, ne? Also Zan kann das keiner. Und der Narubino, aber der hat keinen MP.
Muss ich ihn heilen? Ja, hätte ich vielleicht außerhalb des Kampfes machen sollen. Den Zen heilen. Aber egal. Hau drauf. So ein bisschen Magazui in Form von MP wäre ganz nett. Also diese Magazui-Kristalle. Wäre ganz nett. Was willst du machen? Ja, hau drauf. Da ist zumindest nur einer. Okay, das sieht ja interessant aus. Das ist ein Skelett-Dude mit ein paar Pretas. Übrigens, ich werde nicht mehr gegen Gegner kämpfen, die weglaufen. Mach schon eine Weile nicht mehr. Aber ich werde gegen Gegner kämpfen, die mir entgegenkommen. Pretas jetzt nicht so unbedingt, aber der Skelettmann hier. Der Inkmal Hammer wird ihm nicht so gefallen. Was bist du denn für ein Level 11? Oder nochmal Marzahn. Mal gucken, was passiert. Jetzt schwach dagegen. Hey. Hammer kann ich nicht einsetzen, weil keine MP. Nochmal Marzahn. Dann haben wir jetzt den Kurdark weg. Und dann den Geth hier. Normalen Angriff. Ich hätte Todak, ich weiß nicht wie viele, ne, ich habe keine Plätze frei. Das hätte ich den mal angequatscht. Wollen wir erst oben rum oder erst unten rum? Das ist eine gute Frage. Oben rum scheinen nur Gegner zu sein, aber warum sollten da Gegner sein? Weil da scheint ja auch eine Sackgasse zu sein. Okay, hier ist irgendjemand alte. Warte, hier sind Viecher. Was für ein Level seid ihr? Level 14. Agi ist eure Schwäche. Ich habe kein Agi. Haltet ihr gut aus. Ich habe leider kein Agi. Deswegen hauen wir einfach nur so drauf. Da hast du Agi. Lass mir den heilen. Ne, nicht wirklich. Hauen wir den am besten zu tun. Dann greife ich nur noch einer an. Okay, sie ist vergiftet. Wieder Crit. Und bitte tot. Ja, natürlich nicht. Kriegst du noch den Giftschaden nach dem Angriff? Sieht nicht danach aus. Sind wir auch nach dem Kämpfen vergiftet? Sieht nicht danach aus. Setz mal ein Skill ein. Hier von dir, vielleicht dir. Auf die Leute. Ich hätte auch den Skill vom Engel einsetzen können. Hallo. Du da. Ihr müsstet ja eigentlich gut Erfahrungspunkte geben. Weil ihr Level 14 seid. Scheiße. Die hat leider überlebt. Er hat mir meiner Fortuna getötet. Ich greife lieber den von dem an. Du bist ziemlich schwach auf der Brust, deswegen kannst du den mit ein bisschen Leben angreifen. Guter Crit, dann können wir dich auch besiegen. Leute heilen. Geht es von der Seejungfrau auf Tuna. Ist was? Die sollen Gegner sein, aber ich sehe keine Gegner. Wahrscheinlich unter mir, unter der Brücke. Guck auch noch nach Niemands. Könnten wir auch überall rumgammeln. Nicht so. Bin einfach eiskalt an einem vorbeigelaufen. Da dachte ich, hey, das sah irgendwie Niemann-mäßig aus. Unterirdisch sein irgendwie Angst machen, ja? Kronleuchter aufhängen, hält auf, ja? 5 Ruhm, jetzt habe ich 155. Ich will, glaube ich, auch nichts mit Ruhm machen. Sondern erst nochmal ein. Das ist ein catchy. Ich will erst noch mal ein paar Abszesse machen. Da. Und dann. Oh, hier ist was. Und dann vielleicht Al-Sutra. So ein paar Abszesse will ich machen. Dann
Vielleicht kann ich hier hochspringen? Ah, hier ist so ein Plan. Und dann vielleicht Sachen investieren. Mit Sachen meine ich Ruhm. Anderer Mimann in der Nähe. Suche, wenn dir danach ist. Habe ich ihn da durch die Scheibe gesehen? Nein. So ein anderer Mimann soll in der Nähe sein. Laufen die Todaks auch vor mir weg? Ja, schau mich mal an. Hallo. Moin. Er läuft auch vor mir weg. Ja, dann ist das eben so, ne? Was wegläuft, das brauche ich nicht bekämpfen, weil das eh zu schwach ist, um mir irgendwie was Nützliches zu geben. Empfinde ich jetzt so. Okay. Das ist ein Quatsch hier. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Ich bin niemand oder so. Hier ist irgendwas. Essence wahrscheinlich. Catchy Essence. Das habe ich noch von damals im Kopf gehabt, weil ich die andauernd aufsammeln wollte. Kann ich mich so ein bisschen dran erinnern, dass ich die nicht aufsammeln konnte. Schon mal Gebäude implodieren gesehen? Schöne, saubere Arbeit. Hier muss auch implodieren. Wäre viel schöner. Wer meint das implodieren, wenn Gebäude gezielt gesprengt werden und in sich zusammenfallen? Nennt man das auch Implosion? Ich glaube, das machen wir später. Ich schaue mich erstmal noch weiter hier um. Hier ist ein Item, das ich einsammeln kann. Wirklich sehr wenig Gegner, ne? Die hier in der Gegend sind. So, okay, wir gehen erstmal hier hoch. Das ist neu. Was ist das eigentlich für ein Symbol? Ach, noch so ein Dämon, der sehr stark gewesen war. Ob das jetzt Sinn macht, seine Kraft zu absorbieren? Weil damit steigt jeder ein Level. Oder ob ich hier später hinkomme und dann das einsammeln. Ah komm, wir machen das einfach. Vielleicht kriegen wir ja... Dort steht die große Statue eines Dämons. Ist die Kraft des wahrscheinlich Dämons aufnehmen? Nein. Dann scheiß dich vorerst dagegen. Vielleicht machen wir das später. Und nicht jetzt. Vielleicht bringt das ja irgendwie was. Gucken wir mal auf die Karte. Wohin sollte mich das Ding bringen? Keine Ahnung, ich versuch's einfach mal. Wo wir die Brücke da hochgehen. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich nicht gerne auf der Brücke war. Okay. Wir sind komplett woanders. Was vorher nicht zu sehen war. Wir werden... Okay, hierhin. Kann ich mit leben. Diese Abkürzungen sind alle sehr nett. Werde aber nur Erholung machen. Diese Abkürzungen sind mega nett. Ich gehe jetzt wieder zurück. Weil teilweise die Stellen so ein bisschen nicht so gut gebaut sind. Meiner Meinung nach. So original. Weil manchmal gehst du Kilometer weit ohne in die Nähe von dem Ding zu kommen. Von der Kraftquelle. Warte, wir sind hier hinten noch, ne? Ja. Da sind auch... Ja, diese zwei Dinger sind die, die wir gerade aktiviert haben. Die Todaks sind mir egal, aber die Zen nicht. Die geben nämlich gute Erfahrungspunkte, glaube ich, weil die so ein Hustle haben. Da ist so ein Schweinchen dabei, das ist mir aber erstmal... Recht egal, Bufu war eure Schwäche, ne? Ne, Agi. Agi habe ich nicht. Dann mach Aramasa. Das haben wir noch nicht gesehen. Doch, das haben wir schon gesehen. Aber ich habe nicht gelesen, was es macht. Weil ich das noch weiß von damals. Was ist deine Schwäche? Deine Schwäche ist Mudo. Habe ich jetzt nicht dabei. Hau drauf. Das Schweinchen ist, glaube ich, auch ein bisschen schwächer. Agi und Mudo. Habe ich jetzt beides nicht. Das Schweinchen ist Level 9. Okay. Dann ist es mir erstmal egal.
achtfacher körperlicher Angriff auf einen Gegner. Ich glaube, ich habe es doch schon mal gelesen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Machen einen ganz normalen Angriff auf den Sam. Dann hauen wir das Schweinchen weg. Das Name ist Zutun Che. Wie ich scheiße finde. Bin ich nicht so gut im Aussprechen. Ich möchte jetzt Mio, ey. Das ist doch Quatsch. Hätte vielleicht Magazin einsetzen sollen. Wird vergiftet. Ich setze einfach Masse ein, damit unser Heilfass nicht drankommt. Damit es nicht an Vergiftung ankriegt. Ich guck noch mal, wer hier noch. Okay. Ich kann noch alle Sachen lernen. Das ist nämlich das Wichtige an der ganzen Geschichte, dass sie Sachen lernen können. Nicht, wenn sie keine Sachen mehr lernen können. Dann sind die Gegner am Zug. Ich habe doch zuerst angegriffen. Egal. Wenn sie keine Sachen mehr lernen können, keine Skills, dann sind sie ziemlich für meine Verhältnisse wertlos. Weil ich kann sie skillen, aber die werden sowieso verfusioniert. Also ich werde die Dämonen auch nicht lange behalten. Deswegen macht kein. Also macht sowas von keinen Sinn. Zahn. Ja, ich mach mal Marzahn oder nur Zahn auf den da, damit der ein bisschen stirbt, weil ich glaube, Fortuna hätte es nicht hingekriegt. Okay. Vielleicht muss Fortuna mal heilen. Oder wir hauen einfach ganz normal drauf. Mit allen. Versucht mal mit Fortuna. Okay, das war jetzt auch ein Crit, aber normalerweise hat Fortuna es nicht geschafft, ne? Akajama. Hörst du das? Nein. Das ist ein. Tama hießen sie, glaube ich. Oder Matama? Itama. Ich muss aber erstmal gucken, was deine Gegenstand, Fernrohr. Was ist deine Schwäche? Ziehung. Jetzt ist, glaube ich, die Sache, dass keiner außer. Doch er kann, glaube ich, Ziehung, ja. Ich wollte sagen, außer Nahubino könnte eine Zio, aber da können ein paar Zio. Evangelium. Wird mal diese Sachen angucken. Also gut, das Heilpotenzial eines Dämons. Dämonensachen sind mir so eher unwichtig. Weil die werde ich ja. Evangelium hätte das Level des. Na, genau deswegen. Bei Grimoire wusste ich, dass die. Die Dämonen verbessern, aber das Evangelium wollte ich nochmal nachgucken. Aber ich guck, glaube ich, erstmal. Du brauchst nicht mehr viel Erfahrungspunkte, deswegen leveln wir dich und dann gebe ich dir das Evangelium. Oder wir könnten das auch sparen für höhere Level. Haben wir das Evangelium, oder? Geben dir das, wenn du ein so hohes Level hast, dann. Weil höhere Level sind weniger Leveln. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass die mir hier so viele Sachen in der Hand drücken. Aber wo machen sie das? Weil das sind ja nicht so viele von den Viechern. Bitte lass es mein Zug sein. Danke. Kann sie zwar immer noch nicht zuhauen, aber egal. Also direkt. Wieder Crit. Nochmal Aramasa meine ich. Habe ich falsch gesagt. So. Ich werde auch gleich aufhören. Ich wollte nur nicht. Halt, ich habe eben nur sie eine Testaufnahme gemacht, weil das Spiel so nicht so geil lief. Und wollte ein bisschen. Also wollte jetzt noch eine Aufnahme machen. Weil. Ich konnte es einfach nicht so sein lassen und heute nur so wenig aufzunehmen. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, nicht große Lust, was aufzunehmen. Zio, gut. Dann hau auf ihn da drauf. Setz dann Zio auf den Mitama ein. Die geben aber, glaube ich, auch nicht mehr so gute Erfahrungspunkte, weil sie einfach so, oder Sachen allgemein. Weil sie, ich mach mal Maßzahlen.
Just Aramasa ein auf den da. Ich habe irgendwas noch offen, weil irgendwas hat Windows-Geräusche gemacht. Was ihr aber nicht hört, außer ich muss... Ist das weh? Ist das weh? Also ich muss mein Backup-Sound einsetzen. Das ist der Desktop-Sound, sonst nehme ich nur das Spiele-Sound auf. Was früher auch nicht ging, nur das Spiele-Sound aufnehmen. Mit OBS Studio. Sondern man musste alles, was der Computer ausgibt, aufnehmen. Was ich auch noch mache, aber das ist dann nur mein Backup-Sound. Und ich nehme aber eigentlich nur das auf, was vom Spiel ausgegeben wird. Aber wenn das irgendwie mal kaputt sein sollte, weshalb auch immer, habe ich noch ein Backup. Ich gehe mal, weil er sehr viel angreift momentan, nicht auf Stärke. Die restlichen Gegner sind alle oben. Deswegen ist es nicht so mega wichtig. Eine Heilperle. Ein Tsuchikumu-Essenz. Wenn wir noch das Ding da ein, das ich nicht eingesammelt habe. Das Leben. Ich speichere mal, weil ich wollte was ausprobieren. Ich kann auch ruhig hier drauf speichern, ist jetzt nicht mega schlimm. Das wollte ich eben schon ausprobieren. Ich habe es aber vergessen. Säule der Rückkehr. Damit komme ich zur letzten Kraftquelle und ich mache mal gucken, ob die Säule der Rückkehr noch da ist. Ist schön auch, dass die oben ist. Ganz oben. Und man verbraucht sie nicht. Sondern es ist ein Gegenstand, der öfter benutzbar ist. Hallo Zen, warum lungerst du denn hier rum? Ich mag das Teil nicht mehr, du kannst es haben. Bin ich nicht nett? Mir deinen Schrott geben, mega nett. Aber Chakra-Tropfen nehme ich gerne. Wie hieß nochmal der... Ich kann das hier ja gucken. Oh, Gami, genau. Ich glaube, ich habe das auch eben gesagt oder sowas in der Richtung auf jeden Fall. Es ist ja, ich habe was für dich. Heilperle. Oh, ist jetzt nicht die Mega-Sachen, aber... Da sage ich mal nicht nein, ne? Ich zurück, dann gehe ich in die Gruft des Gerippes. You brought Marker. Nice work. Du hast bisher insgesamt 20 Mimern gefunden. Hier ist deine Belohnung. Ein Eisjuwel mal 3. Wenn du 25 und du bekommst die nächste Belohnung, immer schön die Augen auf. Ich wollte meine Sachen verkaufen. Relikte. Wir verkaufen. Ja, zack. Ja, ich wollte eigentlich nichts mehr kaufen. Weil ich habe eigentlich genug Gegenstände. Da wollte ich noch schnell die Erholung machen, bevor ich das vergesse. Da schnell in die Welt der Schatten. Ich kann die Apotheose nochmal angucken. Aber da war, glaube ich, nichts. Bei voller Magazin lässt du rumbeginnen, er hat eine Verbindung, etwas TP und dann Pilz zurück. Okay, ja. Das wollte ich eigentlich auch gerne haben. Der Rest ist mir eher egal. Erstmal. Hier ziemlich so dasselbe. Immunkompendium, registrieren, zack. Fusion. Daimon. Andras wäre halt gut. Einfach damit der weg ist. Aber ich glaube, ich mache Mokoi. Was brauche ich denn dafür? Ein Halfas von mir aus. Deine Special, also Zio wollen wir nicht haben. Zan meine ich. Wollen wir nicht so haben. Ja, dafür das Zio auf jeden Fall. Agi haben wir nicht so viel. Eisatem fand ich eigentlich auch ganz gut. Und der Rest ist dann leider im Gulli, weil ich Gulinpa und Stoma nehmen muss. Hätte gern Udo genommen. Ich bin auch überlegen, ob ich Eisatem sein lasse und dann den Mudo nehme. Weil Mudo haben wir nicht so oft. Und Ufo haben wir schon öfter. Obwohl Eisatem eigentlich auch was Feines ist, aber egal. Machen wir es so. Agi, Zio und Mudo. Und die Polimpa und Dustoma Sachen, die ich leider nehmen muss. Jetzt überspringen wir mal.
Was bist du überhaupt? Du hast einen Boomerang. Bin Mokoi hoch erfreut und so weiter. Will ich noch was weghaben? Den Engel, den sparen wir uns. Seejungfrau und Einhorn leveln nichts mehr, deswegen könnte ich mal gucken. Das Bausche für den Erzengel. Den Zen. Könnte ich sparen, aber ich könnte mir auch einen Ipun der Tara machen. Ich glaube, ich spare auf den Erzengel, was vor Erzengel war das. Und ein Horn. Ich würde Sudama machen, aber ganz ehrlich, du brauchst auch Mokoi für. Oder Leon Sidda, das ist ja für die Verschwendung. Mokoi habe ich gerade erst gemacht. Ich bin auf. Ja, das sind so viele Sachen, die ich ja verballern könnte, einfach so in den Gulli werfen, was ich nicht gut finde. Warum kann ich das nicht lernen? Das steht nur dem ursprünglichen Besitzer zur Verfügung, kann ich vererbt werden, ja. Deswegen. Das haben wir ja. Mach ich mir so? Ich hätte gern den Erzengel, um ehrlich zu sein, deswegen sparen wir da mal so ein bisschen drauf. Vielleicht nehme ich doch das Evangelion. Gruppe ansehen, wie viel. Da bin ich einfach schon Level 18, ne? Aber ich würde das gerne sparen, bis ich. Ich habe ja wieder zwei Plätze frei, also so ist es ja nicht. Na komm, lassen wir das so. Was wollte ich noch machen? Naja, ich wollte noch schnell die. Schnell. Noch mal Schieber müssen. Aber Matsucho, das ist, glaube ich, das nächste. Ich wollte die Quest abgeben für die Meerjungfrau, Seejungfrau, was auch immer. Dann gucke ich mal kurz, was ich in die Gruppe nehme. Der Mokoi, die lernt noch was. Rafuri, was ist das denn? Du lernst noch was und du lernst noch was. Okay, Seejungfrau und Einhorn und Engel. Kann ich. Ich kann die nicht sortieren. Oder doch hier. Nee, das ist hier sortieren. Ach, nach Level. Andersrum. Also. Da wird ein Schuh draus. Das sind nämlich die, mit denen ich nichts anfangen kann. Dass man die nicht per Hand sortieren kann, sondern nur automatisch nach irgendwelchen Kriterien. Ist ein bisschen schade. Weil, okay, die Sachen brauche ich nicht wirklich. Warte, hier soll. Ah, da hinten, aber das ist egal, das soll ein Item sein. Die Gegner, die hier kommen, sind mir auch ziemlich egal. Kann ich nämlich ziemlich zu plump bauen. Ah ja, hier. Wo komme ich hier nochmal hin? Ah ja, ich hätte. Das glaube ich, also ich hätte es abkürzen können. Aber ist auch egal. Hey du, ich habe deine Schwestern mehr oder weniger befreit. Achso, im Teich hat sich etwas geändert. Also die Situation erklärt. An der Flucht lässt sich also nicht brechen. Aber dennoch danke. Ich bin froh, dass du mir immerhin den Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen konntest. Ich werde hier bleiben und die Sache noch etwas länger untersuchen. Was? Was? Er hat einen Grimoire mal drei. Okay, drei Grimoires ist jetzt auch nicht die Welt. Ich kann nicht aufgeben, es muss doch möglich sein, den Fluss zu brechen. Wenn ich einen Weg finde, würde ich mich sehr über deine erneute Hilfe freuen. Oh, da fällt mir ein, kennst du die Göttin Anahita? Ich glaube, Anahita war die persische Göttin des Wassers. Ich sollte ihr Reinigen des Wassers stark genug sein, um jedes Böse zu beseitigen. Und ich ist ihre Kraft stark genug, um den Fluss zu brechen. Darf ich dich einmal mehr um Hilfe bitten? Ich möchte Anahita finden. Kann ich mich auf deine Hilfe verlassen? So. Oh, vielen Dank. Ich bin so dankbar, dass ich mich dir rechnen kann. Sagt Anahita, erscheint bei der Wasserquelle auf der Spitze des Berges. Ich weiß zwar nicht genau, wo das ist, aber es klingt wie ein Ort, an dem eine Göttin auftauchen würde. Ich werde mich bei deinen anderen Dämonen umhören, ob jemand noch etwas weiß. Sagst du noch was Interessantes?
Sagt man hinter der Stadt bei der Wasserquelle auf der Spitze des Berges, ich weiß nicht. Wieder Geräusche. Also Windows-Geräusche. Wieso benutze ich das hier überhaupt? Ich wollte mich zurückteleportieren. Ah ja, ich muss zu einer Quelle, um das zu machen. Deswegen benutze ich das. Hab ich komplett vergessen. Tokyo Tower. Da ist die Anahita, oder wie sie hieß. Wo führte das jetzt nochmal hin? Das Ding. Hab ich jetzt komplett vergessen. Da kam mir gerade her. Bei den Pazuzu-Idioten. Nicht beim Pazuzu-Idioten, sondern hier. War das, der Pazuzu-Idiot war dahin. Ja, dann machen wir nächstes Mal da weiter. Da komme ich noch später hin, wenn ich mich recht erinnere. Da kommen wir anders hin. Zu dem Berg. Das hier ist nämlich, glaube ich, ein Berg. Und hier ist die Anahita-Frau, die wir finden müssen. Ich hole mir nur schnell, weil ich gesehen habe, dass da jederzeit speichern. Oft in dem Originalspiel konnte man, also in Shin Megami Tensei 5, ohne das Vengeance, konnte man nur an den Kraftquellen speichern. Aber jederzeit speichern kann, wollte ich, gar nicht mal so schlecht. Gegenstand, Ferro, Rashi Sio. Was hast du? Hast du Sio? Ja, hier, mach mal. Ein Evangelium. Hey, als ob ich das gebrauchen kann. Das hast du nicht erwartet, was? Aber es hat Spaß gemacht, ja, absolut. Hier ist noch ein Auto. Hier sind noch mehrere Automaten. Die habe ich beim letzten Mal auch, glaube ich, komplett übersehen. Ich stelle mich mal so mehr oder weniger hier hin, weil ich weiß, dass ich hier hin wollte nächstes Mal. Da. Hier speichern. Bin so dämlich. Nein, ich hätte auch vom Menü aus auf System oder auf Speichern gehen können, aber hey, ich habe das jetzt so gemacht. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich mich entschuldigen soll oder ich wollte mich gerade entschuldigen, weil die Folge zu lang wurde. Aber vielleicht mag das der ein oder andere, dass die Folgen lieber länger sind. Ich bin halt überlegen, Folgen vielleicht länger oder kürzer zu machen, aber wenn länger, dann mache ich dann weniger Folgen, also Videos am Tag, weniger Projekte. Aber wenn kürzer, dann mache ich genauso viele Projekte wie vorhin. Nur die Folgen werden kürzer. Aber ich mache, glaube ich, ich bleibe bei 30 Minuten, nur ab und zu werden die dann länger, so wie jetzt. Bevor es noch zu lang wird, würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.